Hallo und herzlich willkommen auf dem Campingkanal. Heute möchte ich euch wieder mal einen Campingplatz vorstellen. Diesmal ist es Camping De Leistert in den Niederlanden in der Nähe von Venlo, kurz hinter der deutschen Grenze. Und wie immer sollt ihr euch dann selber ein Bild machen, ob es euch hier gefällt, ob das was für euch ist oder nicht. Wir haben auf diesem Platz also erstmal eine riesige Auswahl an verschiedenen Stellplätzen. Die haben auch alle so je nach Region unterschiedliche Namen und so unterschiedliche, ja, man kann auch sagen, Schwerpunkte. Es gibt zum Beispiel nur einen Platz, wo Hunde drauf dürfen, das ist Reppel. Das ist ein Randgebiet hier auf diesem Platz. Und dann gibt es auch nur einen Weg, wo man mit Hunden überhaupt lang gehen darf. Der Rest des Platzes ist absolutes Hundeverbot. Das ist halt schon so eine Sache, kann man sehen, wie man will. Also die Hundehalter werden das wahrscheinlich eher als unschön empfinden. Leute, die jetzt mit Hunden nicht so viel anfangen könnten, die werden natürlich sagen, das ist super. Schon mal ein Pluspunkt für diesen Platz. Auch hier gehen die Meinungen halt schon auseinander. Ja, also hier sieht man schon das Grundkonzept von einem Teil des Platzes. Das ist der Sommerhof. Relativ nah am Eingang und an den zentralen Einrichtungen. Und hier kann man also mit insgesamt 8 Gespannen pro Feld immer stehen. Und einen Spielplatz in der Mitte. Und das ist ganz nett für die Kinder, man hat sie im Auge und sie können mal ein bisschen sich bewegen. Ja, hier drüben ist dann schon das nächste Feld zu sehen. Auch da wieder Platz für 8 Wagen, überall andere Spielgeräte. Und dann gibt es Verbindungsstraßen, die dann zu den Waschhäusern führen, zum Beispiel zum Supermarkt und so weiter. Da ist zum Beispiel ein Waschhaus. Es gibt dann noch Elzenhof und noch ein paar andere. Das kann man sich auf der Homepage hier alles anschauen. Dazu hat dieser Platz ein riesiges Freizeitangebot für Kinder. Es gibt ein Schwimmbad und einen Außenpoolbereich, auch jeweils mit Rutschen. Da habe ich jetzt nicht gefilmt, das finde ich jetzt nicht so toll, da zu filmen und zu fotografieren. Kann man sich aber im Internet natürlich auch anschauen. Es gibt einen großen Badesee mit einem Abenteuerspielplatz. Da ist ein Bachlauf, der da neu angelegt wurde im Jahr 2019. Und auch das ist natürlich sehr schön gemacht. Sowieso ganz viele andere Spielplätze noch, die für große und kleine Kinder was bieten. Es gibt eine Fahrradcross-Strecke, die ist auch so angelegt, dass durchaus auch kleinere Kinder da schon ihren Spaß haben, nicht allzu anspruchsvoll. Tja, die Sanitäranlagen auf diesem Platz hier sind ja Standard, würde ich jetzt mal sagen. Man darf da nichts Besonderes erwarten. Leichtbauhäuser, mit einer ausreichenden Anzahl an Toiletten und Duschen anstehen muss man da jetzt eigentlich nicht. Es gibt einen kleinen Kinderbereich, da wird es allerdings abends schon ziemlich voll. Da gibt es also deutlich zu wenig Duschen und Waschbecken. Die werden auch mehrmals täglich gereinigt, zumindest in der Hauptsaison, wo wir uns jetzt hier diesen Platz angeschaut haben und einige Tage auch darauf verbracht, sodass die Sanitäranlagen ja in der Regel doch immer sauber sind. Im vorderen Bereich des Platzes in der Plaza, da ist so eine Einkaufsmall, kann man sagen, Indoor-Spielplatz, Gastronomie. Da sind auch noch mal Toiletten, die sind oft in ziemlich versifften Zustand, also das ist nicht so schön. Aber die normalen Platzanlagen hier, die haben wir eigentlich immer einwandfrei vorgefunden, das muss man schon sagen. Es gibt noch einen Sand-Indoor-Spielplatz, der ist allerdings außerhalb des eigentlichen Platzgeländes im Bungalow-Park, der auch noch dazu gehört. Da muss man halt immer hinlaufen. Ansonsten gibt es hier auf dem Gelände auch noch einen Minigolfplatz zum Beispiel, wo man einige schöne Stunden verbringen kann. Ja, hier auf De Leistert gibt es einen großen Unterschied zwischen Haupt- und Nebensaison, finde ich. In der Hauptsaison ist es wirklich richtig voll, total ausgebucht, ständig Animation, laute Musik, immer irgendwas los. Das muss man halt mögen, gerade auf so einem riesen Platz, um sich dann wohlzufühlen. Ältere Kinder, die hier den ganzen Tag rumpesen, die man nicht sieht, da ist das sicherlich super. Mit kleineren Kindern muss man sich überlegen, ob man das wirklich so will. Es ist halt viel zu groß und unübersichtlich, um die hier alleine loszuschicken. Da sind so kleine, kuschelige Plätze vielleicht die bessere Wahl.
In der Nebensaison sieht es ganz anders aus. Wir testen hier nochmal Ende August, Anfang September. Und da ist der Platz viel ruhiger, entspannter und muss man halt wissen, was man so möchte.